Knapp 1000 Einwohner zählt die Gemeinde Sigelkow im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Am 7. Mai wurde der Hauptort belebt. Dort trug man die Landesmeisterschaft Einzelzeitfahren der Nordverbände aus. Um 12 Uhr startete die weibliche U11 auf die Strecke. Die Greifswalderin Lorraine Düvel konnte dort den ersten Sieg des Tages verbuchen. In der U13 gingen gleich 4 ihrer männlichen Teamkollegen ins Rennen. Franz Wirschin und Tjaak Bredenbeck platzierten sich auf den Plätzen 2 und 3. Die Zeitabstände unter den Top 5 waren so gering, dass nur 8 Sekunden den 5. vom Sieger trennten. In der Rangliste der Senioren 4 für Mecklenburg-Vorpommern schaffte es Wolfgang Hacker mit einer Bronzemedaille aufs Podium. Er und seine Mitbewerber fuhren über eine Distanz von 7,5 Kilometer. Für die jüngeren Schülerklassen wurde die Wende so verschoben, dass sich die Streckenlänge nur noch auf 5 Kilometer belief. Der Weg war ziemlich flach und trotz natürlichem Windschutz auf einer Seite sehr windanfällig. Erfreulich hingegen waren sommerliche 25 Grad und Sonne satt. Ganze 3 Runden auf dieser Strecke legten die Fahrer der Männer A, B und C Klasse zurück. In der Mecklenburg-Vorpommern-Wertung wurde Daniel Rackwitz aus Schwerin Landesmeister. In der Gesamtwertung der Nordverbände erreichte nach 29 Minuten und 11 Sekunden Lars Bartlau vom VC Fegesack als schnellster die Ziellinie. Er hat mit dem Sieg gerechnet. Oh, ich habe das erste Mal, aber dieses Jahr sehr strukturiert gemacht, war schon mal ein Jahreshöhepunkt zusammen mit Björn Ernst. Der hat mir richtig einen Trainingsplan geschrieben und dann seit Dezember immer Sweet Spots, also Training an der Schwelle gemacht. Mich gezielt heute auf den Tag vorbereitet. War ein bisschen frustrierend, weil es in den Radrennen, weil mir die Spitzen gefehlt haben, nicht so gut gelaufen ist, aber heute war dann ein guter Tag. Eigentlich sollte die Landesmeisterschaft Einzelzeitfahren der Nordverbände von einem anderen Landesradsportverband organisiert werden. Wegen Problemen mit der Genehmigung erklärte sich der Verband Mecklenburg-Vorpommerns bereit, ein zweites Einzelzeitfahren in Sigelkow auszutragen, da dort in etwa einem Monat sowieso ein Rennen dieser Art stattfindet.